Hallo ihr Lieben. Hallo. Wir sitzen an der gestern schon, was heißt gestern? Ja, für uns war es gestern. Für euch ist es wahrscheinlich dann eher letzte Woche gewesen. Also an der Bushaltestelle, die wir im letzten Video vorgestellt haben, die netterweise auch beschattet ist. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir haben heute mal eben wieder flotte 30 Grad, strahlend blauer Himmel. Es ist zwar so ein Wetterwechsel angekündigt, ob der dann wirklich kommt, werden wir sehen. Aber ja, es ist sehr warm, so eine leichte Brise geht, Gott sei Dank, das ist ganz angenehm. Und wie angedroht wollen wir jetzt nach Rovigne. Oh Gott, wie du das aussprichst, hört sich wie so ein Schnitzel an. Schnitzel, auch nicht schlecht. Jetzt habe ich wieder Bilder im Kopf. So, Quatsch beiseite, also wir warten jetzt hier auf den Bus. Und dann fahren wir gleich mit dem Bus zu den im letzten Video schon erwähnten Preisen und Konditionen. Und dann gucken wir uns mal gemeinsam Rovigne an. Bin mal sehr gespannt. Soll ja eine wirklich sehr, sehr schöne alte Stadt sein. Und ja, habe viel gesehen, habe im Internet viel gesehen, habe aber auch viele Live-Berichte noch von meiner Oma, die vor, weiß ich gar nicht, 30, 35 Jahren viel mit dem Bus hier rüber gefahren sind. Mein Opa ging nicht gerne ins Flugzeug und meine Oma wollte aber gerne ein bisschen reisen und auch ein bisschen in die Sonne. Und ja, dann war das anscheinend das Ziel der Wahl und dann sind die mit dem Bus hier runtergegurkt und waren immer sehr begeistert, haben viel berichtet und jetzt gucken wir es uns an und ihr mit, wenn ihr Lust habt. Also bleibt dran. So, der Bus war absolut pünktlich, erstaunlicherweise. Wir spotten ja immer gerne, dass die Südländer es mit der Uhr nicht so haben. Kann ja sein, dass es nur ein Versehen war, aber er war recht pünktlich. Der Bus, ich zeige dir mal, das ist so ein Ausflugsbus, wie man die häufiger so sieht. Ja, so viel dazu und dann gucken wir mal, wo wir ankommen und wie es da aussieht, wo wir ankommen. Bis gleich. Da fährt unser Bus wieder dahin. Ja, hier im Hafengelände. Kommt man praktisch an. Hier werden wir auch wieder abgeholt nachher. Tourist Office. Ja, kann man nicht viel falsch machen. Und wir marschieren jetzt mal in diese Richtung, denn da liegt auf jeden Fall dann der alte Ortskern, was wir gesehen haben. Dann schaut euch das mal an. Sieht das nicht gut aus? Ja, wirklich sehr, sehr schön. Da lohnt es sich doch mal hinzumarschieren, oder? Wer jetzt nicht dabei bleibt, ist selber schuld. Mein Gott, sind die Schiffe überfüllt. Ja, da kannst du jetzt richtig drauf braten auf den Schiffen. Hier seht ihr da nochmal Rovigne ohne Autos davor. Das sieht toll aus. Lasst euch nicht irritieren. Der Ausflugskahn hier, der wird hier gerade beschallt. Aber wir marschieren jetzt weiter in die Altstadt. Ja, wunderschöne Gassen. Von da sind wir gerade gekommen. Das heißt, es ist gerade mal die erste Gasse, in die wir reingegangen sind. Sehr schön. So, Zwischenstation erreicht. Mittlerweile kriege ich sogar wieder Luft. Kringel vor den Augen sind weg. Ja, es geht schon ein bisschen hoch. Für jemanden, der etwas beleibt ist, so wie ich. Schon eine leichte Herausforderung. Nichtsdestotrotz will ich da hoch. Da gehe ich auch hoch. Bin ja selber schuld. Ja, gehen wir weiter. Wir haben uns hochgekämpft. Jetzt genießen wir mal gemeinsam mit euch den Ausblick. Schaut mal. Ist das schön? Wirklich toll.
So, und jetzt suchen wir uns mal ein nettes Eckchen, wo es was zu essen und zu trinken gibt. Denn bis auf unser Frühstück vor Stunden haben wir noch nichts gegessen. So langsam knurrt der Magen. Aber ihr seid dabei. Ab durch die Mitte. Ein schöner Gang und ein schöner Hinterhof nach dem anderen. Wenn du magst, gern. Ja, wie ihr seht, wir haben uns hier niedergelassen. Wir werden jetzt mal gucken, was hier Leckeres zu essen gibt. Und ja, dann geht's gleich weiter. So, wohlgenährt. Und man muss sagen, war ein leckerer Teller. Diverse Fleischsorten habe ich gegessen. Mit ganz toll gemachten Pommes. Und war so eine Paprikasoße dabei, so in einem Schälchen. Maria hatte Wiener Schnitzel. Wir haben noch ein bisschen Kreuzkühl getauscht. Lecker Brot dabei. Alles in allem mit zwei großen 05er Radler liegen wir hier so bei roundabout 40 Euro. Ich sag mal, für die Location hier mitten in der Altstadt von Rovinier, da kann man nicht maulen. Und lecker war es auf jeden Fall. Ich lasse das nochmal hier unabhängig bestätigen. Super vom lecker. Ortsansässigen Rechtsanwalt. So, und sobald wir ausgetrunken haben und uns aufraffen können, werden wir uns mal langsam aber sicher weitermachen. So, gibt es noch einen kleinen Nachtisch. Hier ist der Kaffee. Kleines Eis hier. Auf jeden Fall nochmal hier den Hafenblick. Ja, und ansonsten würde ich sagen, passiert wahrscheinlich nicht mehr so viel Spannendes. Wir fahren gleich, wenn der Bus fährt, zum Platz zurück. Da werden wir wahrscheinlich noch eine Runde im Pool steigen. Und dann wird es das gewesen sein. Insofern würde ich sagen, für dieses Video, ihr Lieben, soll es das dann gewesen sein. Glück auf, gehabt euch wohl. Winke, winke von der Maria. So, wir sehen uns am nächsten Platz, im nächsten Video. Macht's gut.